9. November 2038. 16.13 Uhr. Rede mit Amanda. Und somit willkommen zurück bei Detroit Become Human. Nun mit einer etwas anderen Ansicht. Mit Connor 2.0. Und wir wissen nun, dass Amanda tot ist. Aber was hat das zu bedeuten? Hat es irgendwas verändert? Und wieso liegt hier Schnee? Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich dachte, Kamsky wüsste etwas. Ich lag falsch. Vielleicht stimmt das. Aber du hast nicht gefragt. Da war ein Foto von Amanda bei Kamsky zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Als Kamsky mich entwarf, wollte er ein Interface, das ihm vertraut war. Er entschied sich für seine Mentorin. Worauf willst du hinaus? Hat Kamsky diesen Ort erschaffen? Er erschuf die erste Version, seitdem wurde sie erheblich verbessert. Warum fragst du? Sie haben mir nicht alles gesagt, was Sie über Abweichler wissen, oder? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Nur du kannst einen Bürgerkrieg noch verhindern. Finde die Abweichler. Oder es kommt zum Chaos. Das ist deine letzte Chance, Connor. Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Hank, ich bin sicher. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Zuerst mal, wieso geht uns Amanda aus dem Weg? Bei jeder Frage, die wir stellen, kommt sie nur auf den Fall zu sprechen. Was hat sie zu verschweigen? Und was haben wir hier nur angerichtet? Wir können nicht einfach aufgeben. Ich weiß, wir hätten den Fall lösen können. Du gehst also zurück zu Cyberlife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Wir stehen auf der richtigen Seite. Menschen haben uns erschaffen. Sie sind unsere Meister. Keine Maschine sollte ihren Schöpfer bekämpfen.
Als du den Androiden nicht töten wolltest, dabei Kamsky. Du hast dich in sie hineinversetzt. Du hattest Mitgefühl, Connor. Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Ich weiß nicht, wieso ich es tat. Vielleicht kann ich das nicht beurteilen, aber Sie sind ein hervorragender Polizist. Und ein guter Mensch. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Hör zu, Connor. Wenn ich den Fall nicht löse, wird Cyberlife mich zerstören. 5 Minuten. Mehr will ich nicht. Der Kellerschlüssel liegt auf meinem Tisch. Und beeil dich, ich kann sie nicht ewig aufhalten. 5 Minuten. Perkins, du verdammter Schwanzlöcher! Ach du Scheiße. Aufhören, Lieutenant! Verpisst euch! Lasst mich los! Den kleinen Wichser zeigen! Engel ist keine Mühenscheuen. Mühenscheuen. Hey, Connor! Ich rede mit dir, Arschloch. Oh, wo willst du hin? Wir brauchen hier keine Plastik-Arschlöcher. Hat dir das keiner gesagt? Ich werde noch die Beweise in meinem Besitz erfassen. Aber keine Sorge. Ich bin sofort weg. Unser spezielles Verhältnis wird mir aber fehlen. Du verdammter Scheißkerl! Stück Scheiße. Vier Minuten 40. Polizist aussuchen. Natürlich. Da. Natürlich. Wo ist Jericho? Die Antwort ist hier irgendwo. Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Wir bräuchten also Biokomponente, um ihn wieder einzuschalten. Tagebuch Marcus. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Doch sie ist auch eine Warnung. Unsere Sache ist gerecht und wir werden um diese Rechte kämpfen. Kein Mensch wird in Frieden leben, bis wir frei sind. Ihr wisst jetzt, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind lebendig und wir fordern unsere Freiheit. Marcus, wo versteckst du dich? Einer der Abweichler, die mit Marcus den TV-Sender gehackt haben. Er muss das versteckte Abweichler gekannt haben.
Okay. Der Android, der seinen Besitzer ermordete. Reaktivierung unmöglich. Das heißt, von ihm können wir alles nehmen. Und einen anderen Androiden. Keine Übereinstimmung. Zum Leben erwecken. Noch 4 Minuten. Du hast gelogen, Connor. Ich habe dir vertraut und du hast gelogen. Ich muss Jericho finden. Weißt du, wie man dorthin kommt? Du vergeudest deine Zeit. Ich weiß nichts über Jericho. Aber ich hoffe, du wirst du für deine Taten bezahlen. Danke für nichts. Was wird bei ihm benötigt? 3983. Es ist dunkel. Wo? Wo bin ich? Ich habe dich reaktiviert, damit du mir hilfst. Ich muss Jericho finden. Ich kann deine Stimme nicht erkennen. Du bist keiner von uns. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe. Ach, komm schon. Irgendjemand muss mir helfen können. Versuche ihn auszutricksen. Versuche ihn auszutricksen. 3 Minuten 20. Okay, mit ihm können wir nichts mehr machen. Versuche ihn auszutricksen. Markus nehmen und das bei ihm abspielen? Stimmprobe. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Doch sie ist auch eine Warnung. Yes. Stimme kopiert. 3 Minuten. Alles in Ordnung. Keine Sorge. Markus? Bist du das? Ich wollte zu dir. Der Abweichlerjäger hat mich gestoppt. Dank dir hat er mich nicht gefunden. Du hast mich gerettet. Du hast Jericho gerettet. Jetzt wird alles gut. Ich werde dich nach Hause holen. Sag mir, wo ich Jericho finde. Wir müssen los. Wo du Jericho findest? Ja. Ja, natürlich. Markus? Ist das du, Markus? Verlass mich nicht, Markus! Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Holy shit.
Scheiße! Na, Scheiße! Oh mein Gott! Was ist hier passiert? Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm, schnell! Hätte uns fast erschossen, der alte Mistkerl. Letzte Chance, Connor. What? Connor hat Gavin K.O. geschlagen. Na, das ging ja gut aus. Trotzdem, dass ich eigentlich nichts wirklich richtig gedrückt habe. 59%. Das ging gut aus. Gavin hat es nicht anders verdient. Wie viele Details man hier finden hätte können. Fünf Hinweise haben wir gar nicht erst gefunden. Sonst hätten wir wahrscheinlich noch mehr Auswahl gehabt. Aber das lief ja nochmals gut. Prozent haben Gavin weggeschickt. Was offensichtlich nichts gebracht hat. Hank schlägt Perkins. Perkins trifft ein. Okay. Hank befreundet, Amanda vertraut. Gut, das ging ja nochmals wirklich gut aus. Das war's dann schon wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Detroit Become Human. Tschüss!